Die Eule ist mit dem Schlüssel davongeflogen, Kirk. Das sind gute Neuigkeiten, Kate Walker. Jetzt müssen wir nur... Kirk. Was zum... Was ist los? Dr. Olgas Therapie? Kirk, hörst du mich? Wach auf! Na, kein Grund zur Panik, Frau Walker. Dr. Olga! Madame Olga, nehme ich an. Sie sind Dr. Olga, nehme ich an. Wir haben eigentlich erwartet, dass Sie erst in ein paar Tagen aufwachen, Frau Walker. Das ist überraschend. Wirklich. Hätte ich das gewusst, wäre ich heute schon früher vorbeigekommen, um Sie bei Ihrer Rückkehr in die wache Welt zu unterstützen. Im Gegensatz zu dem armen Kirk hier brauche ich keine Hilfe. Mir geht es wunderbar, danke. Der Verlust des Bewusstseins ist eine Nebenwirkung seiner Therapie, Frau Walker. Nicht mehr. In der Medizin muss der Behandlungsplan eingehalten werden, auch wenn es beschwerlich ist. Natürlich, dieses schreckliche Bett, in dem der arme Junge auf seine Prothese wartet, die nie kommt, das gehört zum Behandlungsplan. Und ich nehme an, dasselbe gilt für diese absurde Befragung, die ich über mich ergehen lassen musste. Sie scheinen eine sonderbare Paranoia entwickelt zu haben, seit Sie aus dem Koma erwacht sind. Wenn wir dazu kommen, sehe ich mir das näher an. Aber momentan muss ich Sie bitten, den Raum zu verlassen. Ich muss Ihrem jungen Freund die nächste Phase der Medikation verabreichen. Haben Sie mich gehört? Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe, Frau Walker? Ja, sehr gut, sehr gut. Gut, ich gehe. Ich hoffe, das hilft ihm wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, warum Sie das Gegenteil annehmen sollten, Frau Walker. Guckt in den Spiegel, dann weißt du, warum ich das Gegenteil annehme. Wie geht es ihm? Ihr junger Freund spricht sehr gut auf die Therapie an. Alles ist gut, er ruht sich aus. Warum sehen die immer alle so fies aus? Gut. Wiedersehen, Doktor. Ich komme bald vorbei, um nach Ihnen zu sehen, Frau Walker. Keine Sorge. Böse Nummer. Ich muss hier raus. Aber ASAP. Okay. Ja. Gucken wir mal nach dem Kerl. Ist wahrscheinlich jetzt gerade platt, oder? Was um alles in der Welt hat diese Kurpfuscherin ihm initiiert? Oh, hallo. Ah, sieh einer an. Jetzt ist jetzt der Stopfen da drin, oder? Ja, genau. Guck. Sehr schön. Jetzt funktioniert das Ganze nämlich. So, jetzt hauen wir hier ab. Kate Walker. Kirk. Wie fühlst du dich? Nicht so gut, fürchte ich. Du kannst nicht mehr länger so bleiben, Kirk. Ich finde einen Weg, dich aus dieser verdammten Maschine herauszuholen. Du bringst dich unnötig in Gefahr, Kate. Selbst wenn du mich hier rausbekommst, bin ich doch viel zu schwach, um zu meinem Volk zurückzukommen. Außerdem brauche ich meine mechanische Prothese, um am großen Straußenzug teilzunehmen. Aber was soll ich dann tun? Ich lasse dich nicht in den Händen dieser irren Olga zurück. Das Beste, Kate Walker, ist es, wenn du allein gehst. Und wenn du mir wirklich helfen willst, geh nach Valsembor, sobald du draußen bist, und versuche, meine Prothese von dem Handwerker zu holen. Wenn du sie mir bringst, wird Dr. Samyatin sie mir anlegen. Und ich kann zu meinem Stamm zurück. Können wir Dr. Samyatin vertrauen?
Ich bin da nicht so sicher, wenn ich mir den Zustand seiner Klinik ansehe. Ich auch nicht. Der Mann war immer ein Freund der U-Call. Und ich bin sicher, er kann dir helfen, das Krankenhaus zu verlassen und den Handwerker in Walsenborg zu finden. Okay. Ich verspreche, sobald ich kann, mit deiner Prothese zurückzukommen, Kirk. Halte so lange durch. Danke, Kate Walker. Und mögen die Geister mit dir sein. Ich mag das ja gar nicht, irgendwie so jemanden zurückzulassen, aber es geht irgendwie gerade nicht anders, ne? Na gut. Wie ist eigentlich mal mit Speichern? Geht gar nicht hier, ne? Wird immer alles automatisch gespeichert. Na gut, okay. Ich würde sagen, dann probieren wir mal nochmal. Gehen wir aus der Sonne. Probieren wir nochmal den Schlüssel. Also ich meine den verbesserten, den abgegradeten Schlüssel. Lalalala. So. Und? 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 Na? Oh, geschafft, geil. Hinein und... Nein. Ah, hier. Und ab geht's. Tschüssing. Auf keinen Fall gehe ich wieder darauf. Ja, würde ich auch nicht. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Jetzt sind wir irgendwo im Erdgeschoss oder sowas, hm? Da geht's irgendwie raus, oder was? Ich bin doch mal weg. Okay. Ach, das ist Pech. Ich habe die letzte Seilbahn verpasst. Weißt du, warum Dr. Efimova die Klinik abgeriegelt hat? Eine Sicherheitsmaßnahme, soweit ich weiß. Offenbar sind ein oder zwei Patienten dort oben herumspaziert. Aber meine Schicht ist zu Ende. Was soll ich tun, bis die Seilbahn wieder fährt? Ich wollte im Gasthaus zu Mittag essen. Heute ist der Tag, an dem diese süße Sarah Steiner dort arbeitet. Ich fürchte, Sie brauchen keinen Grund, mein Freund. Du musst Überstunden machen. Das passt sowieso gerade ganz gut. Dr. Mangöling sagte mir, er braucht oben Hilfe. Mit einem schwierigen Patienten. Abgeriegelt? Entschuldigung. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ich bin sicher, die Seilbahn funktioniert bald wieder. Sind Sie zu Besuch hier? Na, sozusagen. Wie, die Seilbahn funktioniert nicht mehr? Komm jetzt nicht hier weg, oder was? Kann doch nicht sein. Gefangen. Ah, keine Seilbahn, sondern eine Zahnradbahn. Okay, verstehe. Gefangen. Ja, ich wollte mit der Tunte da neben dran drin. Der Tussi, Entschuldigung, neben dran schwätzen. Lass mich da jetzt rüber. Aber das ist verrückt. Sie haben einfach so alles geschlossen. Hast hier jemand besucht? Ja? Dann hängst du jetzt fest. Dumm gelaufen, würde ich das mal nennen. Murphy hat wieder mal zugeschlagen. Ja, aber ist klar, das wäre natürlich zu einfach gewesen, jetzt hier rauszukommen. Das wäre nicht Siberia, wenn das so einfach wäre. Okay, was gibt's hier noch? Ja, toll. Kann ich Russisch oder was? Ja, ist ja gut.
Okay. Guten Tag. Wenn Sie eine Vorsorgeuntersuchung wünschen, finden Sie die Büros der Ärzte im Gang hinter der Rezeption. Rezeption, also gehen wir mal zur Rezeption. Entschuldigung. Ja? Was für eine dunkle Klinik. Sie könnte etwas menschliche Wärme vertragen. Das hier war früher die Festung der Herzöge von Walzembor, das alte Bollwerk gegen die Invasion aus dem Osten. Die Bewohner von Walzembor suchten hier Zuflucht und entkamen den Belagerern oft durch mysteriöse Geheimgänge. Wann wurde die Festung zur Klinik? Vor 20 Jahren. Dank Dr. Samyatin. Schon wieder die 20 Jahre. Schon wieder diese 20. Ich habe das Gefühl, das wurde hier nur gebaut, um diese Typen, die an diesem Ereignis, welches auch immer das war, irgendwie zu nah dran waren. Ich würde die Klinik gern verlassen. Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Nun, normalerweise würde ich Ihnen sagen, Sie müssen sich zur anderen Seite des Hofs begeben, um dort die Seilbahn als an Bord zu nehmen. Aber Dr. Jefimova hat die gesamte Klinik aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Verstehe. Ja, toll. Ich suche Dr. Samyatin. Er ist in seinem Büro. Sie finden es in dem kleinen Gang dort hinten. Die erste Tür links. Danke für die vielen Informationen. Ich muss jetzt los. Vielleicht sollten Sie zurück auf Ihr Zimmer gehen, bis die Seilbahn wieder fährt. Ich denke darüber nach. Wiedersehen. Ich glaube nicht, dass du darüber nachdenkst. Witzig. Ja, dumm gelaufen hier, ne? Guten Tag. Um diese Tageszeit sollte Dr. Samyatin da sein. Na dann. Dieser Dr. Samyatin ist ja irgendwie wohl offensichtlich, Ich warte seit Stunden auf meinen Termin. Das geht mir beim Arzt auch immer so. Naja, vielleicht nicht Stunden, aber lang genug. Ich bin hier, um meinen Mann zu besuchen. Er ist seit Monaten hier. Oh ja, ich würde sagen, such dir einen neuen, der kommt so schnell hier nicht raus. So, was haben wir hier? Dr. Jefimova. Olga! Da gehen wir später vielleicht nochmal hin, ne? Die Seilbahn ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Warum nehmen Sie nicht im Wartezimmer Platz? Sie ist bei den Büros, gleich hinter der Rezeption. Weil ich nicht warten will? Oh, guten Tag. Ah, guten Tag, Frau Walker. Wie schön, Sie auf den Beinen zu sehen. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich etwas überrascht bin. Unsere gute Frau Dr. Olga hatte mir ihren Zustand wesentlich düsterer dargestellt. Na los, nicht so schüchtern, junge Frau. Sie können ohne Angst mit mir sprechen. Dr. Jefimova und Dr. Mangeling wollen alle glauben machen, dass ich verrückt bin. Um zu rechtfertigen, dass sie mich hier gegen meinen Willen festhalten. Olga hat mir tatsächlich von ihrem Hang zu Paranoia berichtet. Hüten Sie sich davor, solchen irrigen Vorstellungen zu viel Raum zu geben, Frau Walker. Sie könnten die Quelle vieler ihrer Schwierigkeiten sein. Sowohl für Sie als auch für die Menschen um Sie herum. Leider muss ich Ihnen versichern, dass meine Anschuldigungen gut begründet sind, Dr. Samyatin. Ich bin bei völlig klarem Verstand. Hören Sie, Frau Walker. Ich weiß, dass es eine schwere Erfahrung ist, nach einer langen Zeit im Koma aufzuwachen. In so einer Situation sind Panikattacken völlig normal. Aber ich habe keine Panikattacken. Ich ermahne Sie.
Bitte projizieren Sie das nicht auf Dr. Olga, auf diejenige, die sich um Sie kümmert. Ich werde nicht jünger, wissen Sie. Und diese Klinik zu leiten, ist eine schwere Bürde. In den letzten Jahren hat Olga gezeigt, dass sie hervorragend geeignet ist, um mir zu assistieren. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie. Solltest aber du aber nicht haben. Das Thema ist beendet, Frau Walker. Bitte erzählen Sie mir von dem Anhänger, den Sie um den Hals tragen. Er ist mir gleich aufgefallen, als Sie hereinkamen. Ein Andenken. Es ist ein Andenken. Eine schöne Erinnerung oder eine schlechte? Eigentlich beides gleichzeitig. Natürlich, wie alle Erinnerungen gewissermaßen, nicht? Wie auch immer, für Sie ist es wichtig, dass Sie vermeiden, sich zu sehr verfolgt zu fühlen. Dr. Samyatin, ich habe Kirk versprochen, zu dem Handwerker in Walsimbor zu gehen und ihm seine mechanische Prothese zu bringen. Der arme Junge wartet seit Ewigkeiten darauf und ich würde die Sache gern beschleunigen. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Das ist ein edles Vorhaben, Frau Walker. Ich habe meinen alten Freund, den Uhrmacher Simon Steiner, gebeten, das mechanische Bein für den jungen Mann anzufertigen. Er ist ein sehr fähiger Handwerker und erstaunlich erfindungsreich. Sie finden ihn in seiner Werkstatt in der Nähe des Hafens von Walsimbor. Ich schätze, er dürfte mittlerweile so gut wie fertig mit seiner Arbeit sein. Er stellt ganz erstaunliche Dinge her. Sie werden sehen. Können Sie meine Entlassung autorisieren, damit ich zu Herrn Steiner gehen kann? Mir wurde gesagt, dass die Klinik abgeriegelt ist. Sie müssen Olga fragen, Frau Walker. Sie hat die Anweisung erteilt, unsere Anstalt abzuriegeln. Und sie gibt die Passierscheine für die Patienten aus. Na toll. Diese Olga gefällt mir überhaupt nicht. Dieses Buch sollte alle Ihre Fragen über unsere Freunde, die Yukol, beantworten. Leben Sie wohl, Frau Walker. Die Yukol? Warum haben die Yukol Sie gebeten, Kirk zu heilen? Bei jedem Ihrer Züge tauschen die Schamanen der Yukol und ich medizinisches Wissen aus. Ihre Technik der therapeutischen Trance und Materia Medica haben bei meinen von psychischen Leiden betroffenen Patienten oft hervorragende Ergebnisse erzielt. Im Austausch dafür kümmere ich mich um die Verletzten, die Sie mit Ihrer traditionellen Medizin nicht vollständig heilen können. Wie den armen Jungen, der sein Bein verloren hat. Okay, doch eine Klapse hier, wie ich vermutet habe. Wie viele dieser Straußenzüge haben Sie miterlebt? Das ist der dritte. Ich habe großes Glück, so viele gesehen zu haben. Ein seltenes Spektakel, glauben Sie mir. Die große Straußenherde begleitet von den Yukol, die dazu verurteilt sind, ihren Tieren zu folgen, wo auch immer sie hingehen. Ohne sich um Länder, Kriege oder Grenzen zu scheren. Sie scheinen die Yukol zu mögen, Dr. Samyatin. Sie sind ein faszinierendes Volk. Und besonders ihre erstaunliche Medizin, durchzogen von Schamanismus, ohne die Sie zweifellos niemals lebendig in dieser Klinik angekommen wären, Frau Walker. Schön und gut. Ich habe den Eindruck, dass die Yukol hier nicht sonderlich beliebt sind. In der Tat. Es scheint, dass die meisten Bewohner von Walsimbor ihnen feindlich gesonnen sind. Früher war das nicht so. Wissen Sie, als ich jung war, war der Zug der Schneestraußen ein Ereignis, das in Walsimbor mit offenen Armen begrüßt wurde. Warum hat sich diese Haltung geändert? Unsere Region wurde vor 20 Jahren ziemlich stark verwüstet. Dramatische Ereignisse, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Weltsicht der Menschen hatten. Die Leute kehrten sich eher sich selbst zu. Sie wurden weniger weltoffen. Und die Tatsache, dass die Yukol jetzt schon seit mehreren Wochen am See Walsimbor festhängen, hat das nicht besser gemacht. Brauche ich wirklich Olgas Erlaubnis, wenn ich hier weg will? Sie sind doch schließlich der Leiter dieser Klinik. Olga ist meine rechte Hand. Ich habe keinen Grund, Sie aus der Sache rauszuhalten, Frau Walker. Sie ist Ihre Ärztin. Sie sollten mit ihr darüber reden. Sie ist nicht so böse, wie Sie zu glauben scheinen. Sie finden sie höchstwahrscheinlich in Ihrem Büro. Die Region wurde verwüstet. Das riecht verdammt nach der Zarbombe. Hm?
Hallo? Das ist doch ein weißer Punkt. Jetzt. Medizinische Abhandlungen, Handbücher für alternative Medizin, große Literatur, tolle Sammlung. Ja, heute hat man Wikipedia. Was ist der Unterschied? Was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Nein, da gibt's nichts. Medizin, kriege ich nicht. Na gut. Gehen wir mal zu Dr., wie hieß sie? Jefimova oder sowas. Olga. Die Amerikanerin ist wach. Sie müssen sich beeilen, Oberst. Wie geht es ihr? Offenbar gut. Momentan ist sie noch fügsam. Das hält aber nicht mehr lange an, fürchte ich. Und was ist mit diesem Nomadenstamm? Genau wie in den letzten paar Jahren ist der Seewald-Symbor nicht zugefroren. Darum kann ihre Herde das Eis nicht überqueren. Sie hängen hier fest. Und auch ihr junger Anführer ist noch in unserer Obhut. Wenn alles läuft wie geplant, bleibt den Yukol bald nichts anderes übrig, als heimzukehren. Besonders da ich einen Plan habe, um die Dinge zu beschleunigen. Gut. Und dann ist da noch dieser amerikanische Detektivoberst. Er sollte bald hier ankommen. Er soll Frau Walker ruhig treffen, wenn er will. Es bringt nichts, ihn jetzt schon zu beunruhigen. Aber letzten Endes sind wir für den Fall der jungen Frau zuständig. Kein Amerikaner kommt hierher und sagt uns, was wir tun sollen. Ich wusste es. Olga, die Schlange. Und wo ist sie hin? Was? Wo ist sie hin? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ah, guck mal hier. Aber da gehen wir später hin. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier noch irgendwas finden können. Vielleicht nehmen wir Schreibtisch, Computer. Ah, Computer, was ist hier? Alle möglichen Beruhigungs- und Betäubungsmittel. Ja, dann nehmen Sie mit. Alle möglichen Beruhigungs- und Betäubungsmittel. Ah, kann sie nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Was geht hier? Okay, was haben wir hier? Kate Walker. Okay, die wollen mich also an die Amis ausliefern. Aha. Okay. Der Typ sollte mal überlegen, ob er die Olga nicht rausschmeißt. Aber das wird wahrscheinlich zu spät sein. Ne? Aha. Der Typ ist auch schon seit einiger Zeit hinter mir her, oder? Spätestens seit, eigentlich schon seit Siberia 1, wenn ich mich recht erinnere. Naja. Na toll. Ich muss hier ganz dringend weg. Hallo, Miss Jefimova. Ich wollte Sie nochmals wegen... Kate Walker, sind Sie das wirklich? Was für ein Zufall. Ich habe Sie seit Wochen gesucht. Oh, Mr. Kenton, nehme ich an. Ah, ich sehe, mein Ruf eilt mir voraus. Miss Jefimova muss Ihnen gesagt haben, dass ich komme. Nein, ich habe gerade erst von Ihrer Existenz erfahren, Mr. Kenton. Vor einiger Zeit informierte mich mein Arbeitgeber in New York, dass er einen Detektiv auf mich ansetzen würde. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin der beste Detektiv an der Ostküste. Mit mir fahren Sie immer gut. Ich wurde beauftragt, Sie heil und sicher nach Hause zu bringen, Miss Walker. Ich sollte in ein paar Stunden in Valsimboa ankommen. Sorry. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Mr. Kenton. Ich bin sicher, es war nicht leicht, mich zu finden. Oh mein Gott, Sie haben ja keine Ahnung. Ich fürchte, das wird Sie verärgern, aber ich habe momentan nicht vor, in die Vereinigten Staaten zurückzukehren, Mr. Kenton. Um ehrlich zu sein, haben Sie keine Wahl. Sie werden vom amerikanischen Justizministerium gesucht und ich habe sogar einen internationalen Haftbefehl für Sie, Miss Walker. Wer hätte das gedacht? Das FBI sucht nach mir? Was wird mir denn zur Last gelegt, wissen Sie das? Ich habe doch nichts getan.
Veruntreuung. Offenbar haben sie sich mit dem Vertrag für den Verkauf der Spielzeugautomatenfabrik der Vorarlbergs davongemacht. Und sie haben sogar die Senilität der Verkäufer ausgenutzt. Sie werden sogar verdächtigt, für den Tod einer der beiden verantwortlich zu sein. Eines Hans Vorarlberg, des letzten Erben, der berechtigt war, Verträge mit dem von ihnen vertretenen Unternehmen zu unterzeichnen. Das ist wahrlich keine kleine Sache, Miss Walker. Das ist absolut lächerlich. Und soweit ich weiß, sind Sie nicht befugt, das Justizministerium in diesem Land zu vertreten. Also sind Sie nur ein Detektiv. Sie müssen damit leben, Mr. Kenton. Ich gehe nicht mit Ihnen zurück nach New York. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Halt, Miss Walker. Bitte seien Sie vernünftig. Wiedersehen, Mr. Kenton. Na toll. Jetzt habe ich diesen Idioten wieder am Arsch. Bei den letzten zwei Games hat er eigentlich nie wirklich eine Rolle gespielt. Ne? Mal gucken, ob er in diesem Spiel mehr Rolle spielt. Es wäre mal interessant, sich auch gegen den wehren zu müssen. Das war bei den anderen Games eigentlich nicht der Fall. Ne? So, was haben wir denn hier? Also wir haben ja einen Griff zum Ziehen. Machen wir das mal. Aha. Sieh einer an. Oh, verstehe. Da muss man irgendwas einstellen. Was gibt's hier? Hm. Ah, jetzt. Arretierung aufgehoben und jetzt, keine Ahnung. Wo? Oh, was ist denn hier? Scheint es hier irgendein Muster irgendwie zusammen. Zusammenbasteln. So. Irgendwie so. Ah, guck mal. Blau, blau, rot, rot, grün. Okay. Genau dieses Muster müssen wir uns jetzt merken und da drüben wahrscheinlich einstellen. Oder? Blau, blau, rot, rot, grün. Okay. So, also da blau. Blau. Okay, aber bevor ich gehe, muss ich erst mal gucken, ob ich hier noch irgendwas finden kann. Aber das ist nur der Computer, ne? Die E-Mails, das habe ich ja alles gelesen. Okay. Jefimova. Olga. Wo geht's jetzt dahin? Aufzug. Keller. Keller. Und was sehe ich hier? Oh Gott, was geht hier ab? Wie reizend. Leichen. Leichen im Keller. Ja. Und nicht nur eine, würde ich mal sagen. Schnell. Ja, Dr. Jefimova. Ich tue, was ich kann. Wirst du wohl endlich aufgehen, blöder Zapfhahn? Was zum... Geschafft.
Das sollte diesen Jukol-Abschaum überzeugen, ihr Lager abzubrechen und dorthin zurückzukehren, wo sie herkommen. Los, Helmut, halten wir uns hier nicht länger auf. Ja, natürlich, Dr. Jefimova. Was zum... Du musst wieder Russisch lesen können, ne? Eieiei. Was geht hier? Da habe ich doch was gesehen jetzt gar nicht, ne? Was für eine Katastrophe. Ja, ziemlich, ne? Ein alter Benzinkanister, leer. Ja, mitnehmen ist sicher nicht falsch. Kann man mal brauchen. Kann man da irgendwelche nehmen? Was für eine Katastrophe. Hier irgendwas? Ah. Das steckt fest. Na toll. Müsste ich irgendwie wegkriegen. Hebel oder irgendwas wäre nicht falsch. Was geht hier? Das soll wohl ein Witz sein. Ich muss diese Kette loswerden. Schnell! Was hab ich denn? Messer? Da kann ja nichts anfangen. Gibt's da noch irgendwas, was ich hier irgendwie... Das ist noch eine Leiter, was man auf, kann man da hoch? Nee, aber da ist irgendwas. Zu gefährlich ohne irgendein Behältnis darunter. Ich kann zwar nicht lesen, was da drauf ist, aber irgendwas wird es schon sein. Was ich mit Sicherheit mitnehmen könnte, sollte. Ich habe ja einen leeren Behälter. Nämlich den Benzinkanister. Okay. Was auch immer das ist. Voller Benzinkanister. Okay, komm nicht raus. Das Einzige, was ich hier gefunden habe, ist das. Benutzen. Funktioniert. Okay. Benzin kann das aber nicht gewesen sein.